ребенка моего. Хорошо, и пойду. Das ist ein kleines Video, wie wir mit Gabo Anfang Dezember das Richtungswechsel üben. Zu der Zeit bei Gabo ist immer noch das Problem, dass er auf Härte auf manche Momente sensibel reagiert. Deshalb üben wir ein bisschen Abstreicheln mit Gerte und ein bisschen Wackeln mit Gerte, dass er bei schnellerer Gerte-Bewegung sich nicht so sensibel macht. Ansonsten möchte ich von ihm, dass er bei meiner Schulter geht und wenn ich die Richtung wechsle, wechselt er auch zu anderer Schulter. Auf rechter Hand geht ziemlich gut. Auf linker Hand hat er ein bisschen Problem generell bei Schulter zu gehen. Das erarbeiten wir nach und nach. Und für mich ist er ein bisschen hektisch reagiert, wenn er anhaltet. Deshalb verlange ich von ihm noch mehr, nicht Ruhe, aber mehr Entspannung und immer mehr Vertrauen. Deshalb wackere ich hier mit Gerte vor seine Ohren. Aber genauso viel, wie viel er duldet. Das ist ein paar Sekunden, damit er einfach so sich ein bisschen desensibilisiert. Und dann machen wir weiter die Übungen. Er macht das richtig gut. Er hat sogar Spaß daran. Hier kann man sehen auch, dass wir machen das schon in ein bisschen schnellerem Tempo als in vorigen Videos, weil er schon gewisser Spaß in unseren Übungen gefunden hat. Und durch die Übungen und natürlich unser Alltag und Routine mehr Vertrauen zueinander gewonnen haben. Und ich kann schon zu der Zeitpunkt ein bisschen schneller mit ihm bewegen. Ja.